Ich finde es total spannend, ein Produkt herzustellen, was jeder kennt, mit jeder was verbinden kann, was man auch genießen kann und zu wissen, dass man das jetzt selbst hergestellt hat. Mein Studium zusammengefasst ist ein richtiger Erfolg, weil ich so viele Leute kennengelernt habe und so viel gelernt habe und es einfach nur Spaß macht. Das Studium Brauen Getränketechnologie baut auf 4 Säulen auf: Technologie, Technik, Analytik und Betriebswirtschaftslehre. Natürlich steht im Fokus das Thema Bier, aber wir schneiden auch die Bereiche Önologie an. Wir beschäftigen uns mit der Saftherstellung und so deckt das Studium einen ganz großen Bereich der Getränketechnologie ab. Die Natur ist für unseren Studiengang sehr wichtig, weil wir ganz viele verschiedene Rohstoffe für unsere Getränke aus der Natur bekommen und diese auch nachhaltig verwenden und die Natur damit schützen wollen. Wir beziehen unsere Gerste aus der Natur, unseren Weizen, aber auch den Hopfen. Das Besondere am Studium in Weinstephan ist, dass wir die älteste Brauerei der Welt, die Weinstephaner Brauerei, direkt bei uns auf dem Campus haben und dort auch lernen können. Man kann in ganz verschiedene Bereiche gehen mit dem Studiengang, zum Beispiel in Brauereien, in Mälzereien, aber auch in die Pharmazie, ins Labor, zur Qualitätssicherung, in die Sensorik. Also einem bieten sich da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich bin der Johannes Ernstberger, bin jetzt 29 Jahre alt und alleiniger Geschäftsführer der Nomad Lambsbräu. Das Studium hat mich als Geschäftsführer hier sehr gut vorbereitet, denn ich habe dadurch die fundierten Kenntnisse in der Technik erlangt, die ich heute benötige, um meinen technischen Mitarbeitern und Führungskräften die richtigen Fragen zu stellen und somit als guter Sparringspartner dienen kann. Das Besondere für mich an der HSWT ist der freundliche Umgang miteinander. Ich würde die Zeit in Weinstephan sogar in einem Wort zusammenfassen, nämlich in Gemeinschaft.